Hallo, mein Name ist Dr. Bernhard Rosé, Chefarzt der Klinik für Handchirurgie der Hessing-Klinik. Und heute spreche ich über Verletzungen des ellenseitigen Handgelenkes, speziell TFCC-Ruptur, eine Verletzung des Bandapparates des Drehgelenkes. Die Hauptursache ist selbstverständlich der Sturz, die Verletzung auf die Hand, kann aber auch eine Verdrehverletzung sein bei Dingen, die ich auffangen möchte. Also verschiedene Ursachen, die aber meistens eine drehende Komponente haben, weil der Diskus, der TFCC, der trianguläre fibrokartilaginäre Komplex, wie es auch heißt, hier eingelagert ist und das Drehgelenk stabilisiert. Und wenn da zu viel Kraft drauf kommt, kann es sein, dass das Band abreißt. Symptome sind am Anfang häufig Schmerzen auf der Ellenseite des Handgelenkes, die aber nach einer frischen Verletzung wieder verschwinden können, sodass oft keine Ruheschmerzen bestehen. Was aber dann auftritt, ist Schmerzen bei Belastung, insbesondere wenn ich die Hände so halte, dass sie unter einem schweren Gegenstand sind und sie anhebe. Dann kommt es ganz typisch zu Schmerzen und damit auch zu Kraftverlust. Das ist auch gleichzeitig ein leitendes Symptom bei der Diagnostik. Man testet, zeige ich nochmal das Bild hier, man testet dieses Drehgelenk auf Stabilität und typischer Test ist eben genau dieses Drehen und dann so extendieren. Und wenn dann Schmerzen entstehen, ist das hinweisend für eine Verletzung des TFCC. Möglichkeit der Bildgebung ist immer Röntgen und dann bei weiter Verdacht MRT, wo man es dann sehr gut darstellen kann. Bei frischen Verletzungen besteht die Möglichkeit einer sogenannten konservativen Therapie. Das heißt, man kann mit einer Ruhigstellung erreichen, dass der Diskus wieder einheilt, wenn er abgerissen ist. Dazu darf aber die Verletzung maximal 1 bis 2 Wochen alt sein, damit das funktioniert. Ansonsten muss man operieren. Das heißt, dass man dieses Band, was eben typischerweise an der Elle abreißt, wieder am Knochen fixiert. Das Ganze passiert arthroskopisch mit nur kleinen Schnitten. Danach ist die Nachbehandlung an sich immer gleich. 6 Wochen eine spezielle Schiene, die verhindert, dass man ganz drehen kann. Und nach den 6 Wochen kann man dann wieder anfangen, ohne Schiene langsam wieder zu belasten und das Handgelenk zu drehen. Nach 12 Wochen ist meistens wieder eine Normalbelastung möglich. Alle maximalen Dinge wie Handstand, Tennis spielen und sonstiges erst nach 6 Monaten. Man kann auch früher anfangen, wenn man von außen das Handgelenk noch bandagiert.